Herzlich willkommen beim Campus Sportmagazin. Mein Name ist Patricia Kummer, ich bin Olympiasiegerin und Universiade-Champion im Alpin Snowboarden. Patricia Kummer gibt's heute im Porträt und wir haben den Rückblick auf die Winter-Universiade 2015. Dazu IOC-Präsident Thomas Bach und der Rückblick auf die Sommer-Universiade 2015. Wie auch Biathlon-Olympiasieger Michael Kreis und die Vorausschau auf die Uni-WM 2016. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nur Sport machen, dass das für mich zu wenig ist. Dass ich meinen Kopf wie abschalten kann, wenn ich studiere. Da ist einfach ganz ein anderes Leben, ganz eine andere Ausgangslage als im Sport. Man kann so viel entdecken auf dieser Welt und auch nur schon in der Psyche des Menschen oder auch wie das biologisch alles abläuft, neurologisch und so. Und von dem her ist es sehr spannend. Ich bin einfach jemand, der einfach arbeitet und nicht darüber nachdenkt, ob das jetzt zu viel ist oder was auch immer. Wenn ich mir halt was vornehme, dann ziehe ich es durch und aufgeben gibt es für mich nicht. Die Schweizerin begann ihr Psychologiestudium im Februar 2009 und machte ihren Bachelor an der Fernuni, nur 6 Monate vor den Olympischen Spielen von Sotschi. Aktuell arbeitet sie am Master für psychologische Entwicklung in Bern. Ich kann auf jeden Fall über Frau Kummer sagen, dass sie jedes Mal sehr gut vorbereitet im Seminar gewesen ist und sich aktiv an den Diskussionen beteiligt. Patricia im Seminar für Wahrnehmung, Lernen und Erinnerung. Noch bleiben ein paar Wochen Zeit bis zum Weltcup-Auftakt. Das soll reichen fürs Examen. Ich erwarte von Frau Kummer, dass sie eine Studie, die ich ihr gegeben habe zum Lesen, dass sie die den anderen Studenten präsentiert und wir verschiedene Gruppen von Kindern mit verschiedenen Störungen anschauen und im Hinblick auf ihr kognitives Profil vergleichen können. Das ist eine empirische Untersuchung. Das ist schon relativ anspruchsvoll, weil es eine Originalarbeit ist. Da muss man erstmal sich durchkämpfen. Patricia in der Analyse entwicklungsgestörter Kinder vor ihren Kommilitonen, die völlig normal umgehen mit der Olympiasiegerin. Der Zeitplan, der ist eng geschnürt. Trotzdem genießt Patricia ihre Arbeit an der Uni. Ich habe mich eigentlich recht gut vorbereitet, habe das Paper gut gelesen und das Gute ist, dass ja außer mir und der Professorin das Paper ja niemand gelesen hat. Und dann kann ich erzählen, was ich will. Nein. Und ich denke, es ist mir eigentlich auch gut gelungen. Hat schon gepasst. Sonderbehandlung gibt es keine für Patricia. Sie ist eine Studentin, wie jede andere auch. Ich mag nicht zu den Professoren hingehen und sagen so, hallo Olympiasiegerin, ich brauche das und das. Das mache ich einfach nicht und ich mache es einfach ein bisschen gemütlicher als die anderen. Sagen wir, ich brauche einfach ein bisschen länger. Der Snowboardstar steht kurz vor dem Master in neurologischer und entwickelnder Psychologie. Das noch relativ unerforschte Gebiet der Verbindung zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten liegt ihr und treibt sie an. Jetzt habe ich dann schon ein paar sehr spannende Themen gesehen, wo ich schon denken kann, dass man da forschen könnte und weitergehen könnte. Aber wo ich dann in 3-4 Jahren bin oder ob ich dann noch weiter Sport machen will oder nicht, ich plane nicht so weit. Musik
Vor allem braucht sie ein gutes Zeitmanagement, denn während des Studiums darf sie auch den Sport nicht vernachlässigen. Die richtigen Zeitfenster sind gefragt für die Vorbereitung auf die Weltcup-Saison. Ihre Leidenschaft für Snowboarden entdeckte sie schon als Kind. Es war immer viel, viel Freude dabei. Und ich habe mir eigentlich nie überlegt, dass ich Olympiasiegerin werden möchte oder Weltmeisterin oder irgendwelche Medaillen gewinnen möchte, sondern ich habe einfach immer nur Snowboarden wollen. Ich liebe die Geschwindigkeit, wirklich. Ich bin da wirklich ziemlich so ein Speed-Junkie. Weil es die Passion ist, glaube ich, hat es auch so gut geklappt. Bisher sammelte sie 10 Weltcupsiege, je einmal Bronze und Silber bei Weltmeisterschaften, dazu die Kristallkugel im Parallelriesenslalom 2013 und 2014. Patricia wollte auch den Sieg bei der Winteruniversiade in Trentino vor 2 Jahren. Es war ja ein schwieriges Rennen. Eben, es hatte so viel Nebel und die Piste war. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, aber das wirklich perfekt hinzukriegen, das ist gar nicht möglich. Am Ende war es nur Platz 4, doch genau diese Enttäuschung verhalf ihr dann zu dem Schuss extra Motivation bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Die negative Erfahrung von Trentino in eine positive Energie umgewandelt und das führte Patricia zu olympischem Gold. Ich konnte es kaum fassen. Also wo ich über die Ziellinie zuerst bin, da war ich sowieso einfach leer. Ich wusste nicht mehr, was denken und was fühlen. Du siehst auch, wie die Fahnen hochgehen. Also da, ich bin nicht so extrem emotional. Und ich bin auch nicht nah am Wasser gebaut, aber es hat sogar mir die Tränen in die Augen gedrückt. Damit kam die Olympiasiegerin mit großen Erwartungen zu ihrer 3. Winteruniversiade nach Granada. Ich wusste, das ist meine letzte Chance, weil das ist mein letztes Mal, dass ich mitmachen darf, vom Alter her, und ich wollte den Titel. Im Parallelriesenslalom war sie dann schlichtweg zu stark für die Konkurrenz. Sie demonstrierte ihre herausragende Technik und schlug die Deutsche Selina Jörg. Das brachte den ersten Universiade-Titel. Mission damit erfüllt in Spaniens Sierra Nevada. Wenn man wirklich an was glaubt, etwas gerne macht, Freude dran hat und es wirklich will, dann schafft man's. Darüber hinaus engagiert sich die Schweizerin in sozialen Projekten und ist sich ihrer Vorbildrolle durchaus bewusst. Patricia Kummer, eine beeindruckende Persönlichkeit mit und ohne Board. Der 27. Winteruniversiade fand statt im slowakischen Srbské Plezo. Langlauf, nordische Kombination und Skispringen, die Sportarten, und zum ersten Mal mit dabei ein Teamwettbewerb für die Frauen. Team Russland mit Irina Avakumova bereits ein Einzelsieg, den Sieg holte, gewann die Goldmedaille vor Japan und Tschechien. Ich konnte hier gewinnen, weil ich eine hohe Qualität im Training hatte. Zudem spielte meine Erfahrung eine Rolle. Es ist nicht mein erster wichtiger Wettkampf gewesen. Die russische Delegation dominierte die Winteruniversiade und vor allem den Langlauf. Insgesamt gab es 56 Medaillen. Der russische Verband wollte den größtmöglichen Erfolg und investierte entsprechend großflächig. Schließlich kommt der FISU-Präsident aus Russland. Wir sind der Meinung, dass die Universiade eine gute Gelegenheit bietet für junge Athleten, sich auch für die Nationalmannschaft zu empfehlen und ihr Potenzial zu zeigen. In Zukunft könnten sie ja ihr Land repräsentieren bei Olympischen Spielen, vielleicht auch bei Weltmeisterschaften. Siebzehn Medaillen gab es in 9 Langlaufwettbewerben. Die russischen Athleten waren nahezu unschlagbar. Andrei Larkov, der Star, holte 3-mal Gold im Sprint, dem Massenstart und in der Staffel. Titelverteidiger Adam Ziesla aus Polen gewann in der nordischen Kombination das Einzelrennen. Der Sportstudent aus Warschau verlässt die Slowakei nach Zweifeln im Vorfeld mit viel Selbstvertrauen. War
Ich bin glücklich, zum zweiten Mal den Titel gewonnen zu haben. Das macht mich sehr zufrieden. Ordre Bleu empfing die Biathleten. Die danken es mit guten Leistungen, auch dank des Heimstars Paulina Fialkova, die bereits an den Olympischen Spielen in Sotschi teilnahm. Und Fialkova enttäuschte die Fans zu Hause nicht. Gold im Sprint, Silber in der Verfolgung und Bronze im Einzelrennen. Fialkova, die von der Matej Bell-Universität in Banská Bystrica kommt, widmet diesen Erfolg auch ihrer Heimatuni. Den zweiten Teil der Winteruniversiade gab es in Spanien. In Granada ging es aufs Eis, in der Sierra Nevada auf Schnee. Den Super-G der Herren gab es auf schwierigen Hang, der dem Italiener Michelangelo Tintori am besten entgegenkam. Er siegte hauchdünn vor Marc Oliveras aus Andorra und dem Schweizer Sandro Bona. Sechs Tage später errang Tintori auch noch die Goldmedaille im Riesenslalom. Knapp vor seinem Landsmann Rocco Del Sante und Jonas Fabre aus Frankreich. Christina Forsaa-Aasberg, bei den Damen die erfolgreichste in der Sierra Nevada. Die Norwegerin siegte im Slalom und im Super-G. Sehr zur Zufriedenheit des norwegischen Kaders. Ich hatte schon im Vorfeld in Norwegen ein paar gute Rennen, so kam ich voller Selbstvertrauen hierher. Ich habe auf gute Ergebnisse gehofft und wollte mein Potenzial zeigen. Das allein hätte mich schon zufriedengestellt. Die erste Goldmedaille. Im Eiskunstlaufen gewann der Deutsche Peter Liebers, der das Publikum im Iglu bestens abholte. Nach Platz 8 bei den Olympischen Spielen von Sotschi und einer überstandenen Schulterverletzung hat er sich mit seinem olympischen Programm den eigenen Traum verwirklicht. Das Eishockeyfinale der Damen gewannen die Russinnen gegen Kanada mit 3:0. Bronze errang Japan nach einem 4:1 gegen China. Die 27. Winteruniversiade endete dann mit dem Finale der Herren. Auch hier siegten die Russen im Finale mit 3:1 gegen Kasachstan. Der sechste Universiade-Trumpf in Folge für Russland seit 1993. Zum ersten Mal die Universiade also in zwei verschiedenen Ländern ausgetragen. Und das sorgte ebenfalls für großen Erfolg. Die 28. Ausgabe der Winteruniversiade gibt es 2017 in Almaty, Kasachstan. Gleich noch IOC-Präsident Thomas Bach und seine Universiade-Erinnerungen. Dazu der Blick zurück auf die Sommeruniversiade von Guangzhou. Im dritten Teil erzählt uns Olympiasieger Michi Kreis von seinem Studentenleben und wir schauen voraus auf die Uni-WM 2016. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. November 2015, Lausanne. Am ersten Tag der FISU-Generalversammlung gab es eine wärmende Öffnungsrede von IOC-Präsident Thomas Bach. Er erinnerte sich einmal mehr an seine Zeit als Aktiver bei der Universiade in Moskau 73 und in Mexiko 1979, lange vor seiner Zeit als Oberhaupt der Olympischen Bewegung. It was an important step in... Es war ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Gemeinschaftssinns und auch um zu erfahren, wie es ist, in einem Dorf zu leben mit all den anderen Nationen. Bei Olympischen Spielen hatte ich dieses Privileg ja nur ein einziges Mal. Deshalb war es besonders schön, diese Erfahrung bei der Universiade zwei weitere Male zu machen. Mit diesem Gesichtspunkt war es wirklich besonders wichtig. Bach war bereits vielversprechend als Fechter im zarten Alter von 5 Jahren, als seine Eltern ihn dazu nötigten. Er hätte damals lieber Fußball gespielt. Mit 22 war er dann aber Teil des olympischen Goldteams im Florett 76 in Montreal. Das Sprungbrett zum Erfolg aber sieht er nach wie vor bei der Universiade. Das war eine wunderbare Erfahrung.
Zu der Zeit, ich war 1973 in Moskau, mitten im Kalten Krieg. Eine Zeit, in der nur die wenigsten in die Sowjetunion einreisen durften. Zu dieser Zeit lebte ich an der Lomonosow-Universität mit all diesen Athleten. Ich versuchte zu lernen, möglichst viel auch über die Stadt Moskau. Ich wollte Russisch lernen. Eine solche Erfahrung machen zu dürfen, aus der ich so viel lernen durfte, das bedeutet mir sehr viel. Was a great experience from which I learned a lot. Zum 9. IOC-Präsidenten wurde Bach im September 2013 in Argentinien gewählt. Er gilt als Illustration des dualen Projektes, Fechtchampion und Student in Politik und Recht an der Uni Würzburg. Er brachte beides unter einen Hut. Das war eigentlich nicht so schwer, denn für Recht musst du eigentlich nicht jeden Tag an der Uni sein. Lässt sich ganz gut arrangieren. Viel schwieriger ist es für Studenten der Medizin oder anderer Kurse. Für mich lief das also recht gut. Nach dem ersten Teil des Studiums an der Uni praktizierte ich mehr Sport und gegen Ende konzentrierte ich mich dann wieder mehr auf das Studieren. Ich war also in der glücklichen Lage, diese beiden Dinge miteinander kombinieren zu können. Bach wurde mit 37 Jahren zum IOC-Mitglied gewählt und hat seither viel Einfluss genommen in verschiedensten Rollen der Organisation. Nun ist er die mächtigste Figur in der Welt des Sports. Wie lässt sich eine solche Laufbahn denn planen? Ja, es geht auch gar nicht darum, eine Top-Führungsfigur werden zu müssen. Wichtiger ist es, in seinem Studium und seinem Sport authentisch zu bleiben. In the studies and in sport to be authentic, to herauszufinden, was dir am meisten Freude bereitet, was das Beste für dich selbst ist, um dann authentisch, realistisch zu bleiben bei all den folgenden Unterfangen. Als Athleten kennen sie das Rezept des Erfolges natürlich sehr genau. Harte Arbeit, und zwar jeden Tag, Respekt anderen gegenüber und das Setzen ambitionierter Ziele. Anschluss dann geht es an die Arbeit, um eines Tages dieses Ziel auch umsetzen zu können. IOC-Präsident Thomas Bach ist überzeugt, dass Werte wie Stärke, Freundschaft und Respekt in der heutigen Gesellschaft wichtiger sind denn je. Sport als ein Teil der Erziehung. Und das verbindet IOC und FISU. Die 28. Sommeruniversiade begann am 3. Juli und währte 12 Tage. 10.711 Teilnehmer agierten in insgesamt 21 Sportarten. Doppel-Olympiasiegerin und aktuell Nummer 1 der Welt, Kibo Bae, brach in Guangzhou nicht nur den Punkterekord im Bogenschießen mit 682, sondern gewann zudem gleich 3 Unititel auf Heimatboden. Korea damit auch die beste Nation mit 108 Medaillen. Kasachstans Viktoria Sjapkina lief die 100 Meter in 11,23. Das brachte Gold. Danach holte sie sich auch noch den Titel über die 200 Meter in Guangzhou und wurde damit zur ersten Frau seit 1987, die das Sprintdouble gewinnen konnte bei den Unispielen. Die 22-Jährige gewann im Anschluss auch noch Gold mit der 4x100 Meter Staffel. Für den Polen Paweł Fajdek gab es den 3. Titel in Folge. Er warf den Hammer auf 80,05 im finalen Wurf. Nach zuvor 2 Fehlversuchen gewann er doch noch klar vor dem weißrussischen Duo Paweł Barajsza und Sergej Kalamojecze. Die erfolgreichste Schwimmerin war die Amerikanerin Shannon Freeland, die 4-mal Gold und 1-mal Bronze sammelte. Nicht zu schlagen. Über die 100 und 200 Meter Freistil ließ sie dann noch Gold folgen in beiden Staffeln. Team USA nimmt aus dem Becken aus 41 Rennen 14 Goldmedaillen mit nach Hause. Der deutsche Turner Fabian Hambüchen beendet seine studentische Sportlaufbahn mit einer Goldmedaille am REC. Nach 2-mal Silber in Kasan wollte er in Guangzhou unbedingt ein goldenes Ende.
Das war meine letzte Universiade. Das macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich die Atmosphäre vermissen werde. Aber diese Medaille macht mich einfach nur glücklich. Stark auch die französische Mannschaft, die sich ordentlich dekorierte im Fechten. 8 von 12 Titel konnten gewonnen werden, ob im Säbel, Degen, Florett. Ob Einzel oder Team, Mann oder Frau, die Franzosen waren stets auf dem Podium zu finden. Italien holte sich den Titel im Fußball mit einem 3:0-Finalsieg gegen Gastgeber Korea. Dahinter sicherte sich Japan im kleinen Finale Platz 3 durch einen Sieg im Elfmeter-Krimi gegen Brasilien. Bei den Frauen gewannen die Französinnen im Finale gegen Russland. Bronze ging dort an Argentinien. Dramatisch ging es zu im Basketballfinale der Herren zwischen Deutschland und den USA. Bis in die zweite Verlängerung konnten sich die US-Boys retten, um am Ende den längeren Atem zu haben und Gold mitzunehmen. Am Ende gab es auf der einen Seite amerikanische Helden, auf der anderen Seite deutsche Trauer. Auch das ein Gesicht des Sports. Die nächste spannende Sommeruniversiade gibt's dann 2017 aus Taipei. Gleich noch bei Campus Sport, der dreifache Biathlon-Olympiasieger Michael Greis erzählt uns von seinem Studentenleben. Und wir blicken voraus auf die Uni-WM 2016 mit Direktor Paulo Ferreira. Wir beginnen den letzten Teil des heutigen Campus Sport Magazins mit dem besten deutschen Biathleten. Sein Name? Michael Greis. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Athleten, der die richtigen Entscheidungen traf, um eine unsichere Zukunft nach dem Sport zu vermeiden. Ich habe ja eigentlich schon während meiner Karriere mal versucht zu studieren, aber ich habe einfach gemerkt, das kann ich nicht ganz so gut verbinden. Ich habe mich auf die sportliche Laufbahn konzentriert. Ja, und damit hatte er Erfolg. Mit Willenskraft und Leidenschaft eroberte er 3 olympische Titel. 6 Jahre später, im Dezember 2012, dann der Rücktritt vom Sport nach einem enttäuschenden 67. Platz beim Weltcup-Auftakt in Östersund. Der nötige Kampfgeist schien nicht mehr vorhanden. Ab 2012 im Sommer, wo ich dann gemerkt habe, die Karriere wird nicht mehr allzu lang dauern, habe ich mir ein Studium rausgesucht. Das ist so eigentlich ein duales Studium, das man machen kann neben dem Sport. International Management in Ansbach. Und ja, das betreibe ich jetzt nur in den Endzügen. Und ja, war auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Die Uni Ansbach für angewandte Wissenschaften wurde 1996 gegründet und ist eine junge, moderne Universität im Zentrum Frankens. Michael Greis ist hier einer von 30 ehemaligen Top-Athleten im Online-Studium. International Management kann man eben mit Sport besser verbinden. Und Sport ist schon mal Leidenschaft, das Technische natürlich auch. Aber wenn man dann mit 40 irgendwie Maschinenbau oder Elektrotechnik studiert, dann ist man, glaube ich, ein bisschen weit weg. Und da ist einfach BWL, braucht man jedem Unternehmen, kann man, denke ich mal, universell einsetzen. Man muss aufpassen, dass was hängen bleibt. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise da bei mir hingeht. Greis gewann in seiner Karriere zudem 3 WM-Titel, den Gesamtweltcup 2007 und er sammelte insgesamt 21 Weltcup-Erfolge. Das hilft ihm auch heute im Studium. Ich denke schon, dass ich durch den Sport das Durchhaltevermögen habe,
vor allem jetzt als Fernstudium, mir die Lerneinheiten rauszusuchen, das einzuteilen, dann dementsprechend die Prüfungen zu machen. Also schon was Zielsetzung betrifft und das, die ganze Realisierung. Also meine Noten sind eigentlich auch erstaunlich gut, aber ich habe mich letztendlich auch explizit dann auf Studium konzentriert. Apropos Fokus, was für ein Student ist Michael Greiß? Kann er das selbst definieren? Gute Frage. Also fleißig bin ich definitiv, engagiert. Der 39-jährige Michael Greiß hat nie an einer Winteruniversiade teilgenommen. Auf dem Peak seiner Leistung war er eben noch kein Student und dann zu alt, um teilnehmen zu dürfen. Eine Sache, die der ehemalige Biathlet sehr bedauert. Universale, denke ich mal, ist eine super Sache, um einfach Erfahrung zu sammeln. Bei den meisten wird es wahrscheinlich auch der erste große, richtig große internationale Wettkampf sein. Und dann auch natürlich neben dem Sportlichen Leute treffen, sich unterhalten, Austausch, so das Ganze rundherum, das ganze Erlebnis ist, denke ich mal, nicht nur für die Sportlichen, sondern auch für die eigenen persönlichen Erfahrungen, gesellschaftlichen Erfahrungen ganz gut. Michael Greiß beweist, dass auch nach einer langen, erfolgreichen Karriere als Athlet eine Zukunft abseits des Sports möglich ist, mit einem Studium das Leben danach zu bahnen. Die Universitätsweltmeisterschaften sind Teil der Veranstaltungen des Internationalen Universitätssportsverbandes. Alternierend mit den Sommer- und Winteruniversiaden finden sie immer in den geraden Jahren statt. 2016, wenn es 8000 Athleten in 34 Disziplinen sein. Wir haben drei neue Sportarten aufgenommen. Sportklettern, Sambo und den Skiorientierungslauf. Wir wissen um unsere Verantwortung, auch für die eigenen Sportarten, die manchmal schon recht weit entwickelt sind. Andere dagegen stecken noch in den Kinderschuhen. Auch deshalb stehen wir in der Verantwortung, diese Sportarten in die Welt hinauszutragen. Die Uni-WM gab es erstmals 1963 und seitdem werden sie erfolgreich weitergeführt. Vor zwei Jahren wurden weltweit 28 Wettkämpfe organisiert. Wie lässt sich nun ein derartiger Anstieg für 2016 erklären? Diese internationalen Verbände, die meistens davon ja olympisch sind, erkennen das Potenzial des Unisports. Sie wissen, dass es weltweit etwa 700 Millionen Studenten gibt, 40.000 Unis. Natürlich erkennen sie die Verknüpfung und sehen, was da rauszuholen ist. Nicht nur olympische Athleten nehmen teil an der Uni-WM. Es ist zudem die Möglichkeit für Hauptsache-Studenten, sich in der Welt der Elite-Sportler zu entwickeln. Für die Organisatoren eröffnet das ein Erbe, ein Schlüsselelement der FISU. Wir wollen, dass jede einzelne Veranstaltung das Beste bietet für den Sport. Für 2016 kann ich sagen, dass wir sicher sind, dass wir außergewöhnliche Uni-WMs erleben werden. Ohne jeden Zweifel. Vom 3. bis zum 6. März gibt es im Rahmen der Uni-Weltmeisterschaften Eisschnelllaufen aus Baselga di Pine in Italien. Und Eurosport wird mit dabei sein. Today's stars, tomorrow's leaders. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.